aus München und das mit Gurke mit Dill und Creme Fraiche und Quark mit Leinöl und Sesam. Das sind allerdings alles keine gesunden Snacks für zwischendurch. Nein, das sind tatsächlich die neuen Eistrends in diesem Jahr. Naja, muss man mal testen, ne? Wie die schmecken und ob es sonst vielleicht noch leckerere Trends gibt. Wir haben das auf jeden Fall mal gecheckt, unter anderem auf der Gelato Week. Bitte, los geht's. Ja, lecker oder nicht, genau das ist jetzt auch die Frage in dem Streit, der gerade im Vereinigten Königreich herrscht und der die ganze Welt quasi schockiert. Es geht aber wirklich auch um alle, ja?